Kleine Frage an dich. Weißt du, was das hier ist? Ich denke mal, das wird relativ offensichtlich sein. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Das hier ist nicht das Skelett eines Dimetrodon. Nein, das hier ist die Segelform eines Spinosaurus. Dazu habe ich auch noch den Schwanz von so einem 3D-Puzzle. Und was mir hierbei aufgefallen ist, dass dieses 3D-Puzzle aus einer bestimmten Zeit stammt, wo der Spinosaurus noch komplett anders dargestellt wurde. Generell gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen rund um den Spinosaurus. Hat er so ausgesehen? War er wirklich ein Fischfresser? Oder gab es den Spinosaurus wirklich? Ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst und tatsächlich sind alle diese Fragen sehr legitim. Denn der Spinosaurus an sich ist mitunter einer der interessantesten Dinosaurier, die wir bisher entdeckt haben oder von denen wir vielleicht auch nur denken, ihn entdeckt zu haben. Die Wissenschaft geht da sehr stark auseinander. In diesem Video jetzt hier befassen wir uns einfach mal damit, wie sich denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse, Theorien und Vermutungen im Laufe der Jahre zum Spinosaurus verändert hat. Wie wurde der Spinosaurus vom aufrecht laufenden, kleinschnäuzigen Landräuber zum scheinbar schwimmenden Krokodil mit Segeln? Am Ende des Videos bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Der Moment, als ich damals im Jahr 2001 den ersten Trailer zu Jurassic Park 3 gesehen habe, das war der erste Moment, in dem ich den Spinosaurus wirklich wahrgenommen habe. Alan Grant erklärt mit düsterer Stimme, dass das Tier größer als der Tyrannosaurus Rex sei. Später im Film trafen dann genau die beiden Giganten aufeinander und der Spinosaurus hat den T-Rex mit einem Genickbruch getötet. Der neue Alpha war geboren und sollte das Jurassic-Franchise in Zukunft zeichnen. Und obwohl das erste Mal gewesen ist, dass ich diesen gigantischen Räuber, den Spinosaurus, wahrgenommen habe, ist er mir tatsächlich bereits zuvor über den Bildschirm gelaufen. Im PlayStation 1 Dinosaurier Battle Game Jurassic Park Warped, ein Jurassic Park Spiel, das ungefähr zum selben Zeitraum wie der Film The Lost World Jurassic Park 2 erschienen ist, auch dort konnte man den Spinosaurus bereits vorfinden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein damaliger bester Freund mich, nachdem er Jurassic Park 3 gesehen hatte, dazu aufgefordert hat, dass wir jetzt unbedingt Jurassic Park Warped spielen müssen, um den Spinosaurus freizuschalten. Verdutzt habe ich ihm daraufhin geantwortet, dass ich mir eigentlich recht sicher bin, dass der Spinosaurus nicht im Spiel vorkommt. Naja, was soll ich sagen? Ich habe mich geirrt. Das zur Zeit von The Lost World Jurassic Park 2 erschienene PlayStation-Spiel hatte ein aufregendes Raster an Dinosauriern vorzuweisen. Und in diesem Raster konnte man tatsächlich auch einen Spinosaurus finden. Aber der sah völlig anders aus. Die Schnauze des Tieres war viel kleiner als die von dem im Film. Und das Tier wirkte, naja, weniger gigantisch. Gerade wenn man einen Tyrannosaurus Rex gegen Spinosaurus-Kampf startete, wirkte der Spinosaurus weit weniger bedrohlich und auch von seinen Fähigkeiten her mehr hinterlistig als mächtig, so wie er in Jurassic Park 3 dargestellt wurde. Ich war mir also sicher, nein, das ist der Spinosaurus, wie man ihn sich früher vorgestellt hatte. Der Spinosaurus aus Jurassic Park 3, das ist der echte. Irgendwie lustig, wenn man sich überlegt, dass es bis heute immer wieder Anpassungen des Designs gibt. Und der einstige, mächtige Monsterräuber inzwischen als fischfressender, schwimmender Riese dargestellt wird. Aber warum ist das so? Was steckt dahinter? Warum ist es so schwer, den Spinosaurus möglichst akkurat darzustellen? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Spinosaurus haben sich im Laufe der Zeit einfach erheblich verändert. Neue Fossilienfunde und technologische Fortschritte brachten ein immer detaillierteres Bild des Tieres hervor. Der erste Fund und die früheste Interpretation des Spinosaurus fand während der 1910er Jahre statt. Das erste Fossil des Tieres wurde genau genommen im Jahr 1912 vom deutschen Paläontologen Ernst Stromer entdeckt. Der Ort des Fundes war die Bahariya-Oase in Ägypten, deswegen auch der Name Spinosaurus aegypticus oder Spinosaurus aegypticus. Der Name wurde aber, wie so häufig, ins Lateinische übertragen. Im Jahr 1915 beschrieb Stromer den Spinosaurus als einen gewaltigen Dinosaurier mit einem charakteristischen Rückensegel, das aus verlängerten Dornenfortsätzen der Wirbel bestand. Zu dieser Zeit wurde der Spinosaurus als ein zweibeiniger, fleischfressender Dinosaurier ähnlich wie der T-Rex angesehen, nur eben mit einem Segel. Während des Zweiten Weltkriegs dann kam die Forschung am Spinosaurus vorerst zum Erliegen. Die ursprünglichen Fossile des Tieres wurden bei einem Luftangriff auf München im Jahr 1944 zerstört.
Für ganze 10 Jahre blieb der Spinosaurus daher weitgehend ein Rätsel, da keine weiteren gut erhaltenen Fossilien gefunden wurden. In den 1990er und frühen 2000er Jahren wurden dann endlich neue Fossilien eines Spinosaurus-Exemplares in Marokko entdeckt. Diese Funde umfassten Teile des Schädels, Kieferknochen, Zähne und auch Wirbel. Die neuen Fossilien veränderten die Ansicht auf den Spinosaurus. Sie deuteten darauf hin, dass das Tier einen langgestreckten, krokodilähnlichen Schädel hatte. Das erklärt dann auch, warum für den Spinosaurus im Spiel Jurassic Park Warped von 1997 noch ein anderes Modell benutzt wurde. Die neuen Forschungen waren zum Zeitpunkt der Entwicklung des Spiels noch nicht publik gewesen. Ebenso deuten diese Schädelfossilien darauf hin, dass der Spinosaurus gerade für den Fischfang perfekt geeignet gewesen ist. Diese Erkenntnisse führten zu der Hypothese, dass das Tier, nicht nur ein Landjäger war, sondern ebenfalls sehr viel Zeit im Wasser verbrachte, ähnlich wie heutige Krokodile. Zur Zeit dieses Erkenntnisstands wurde der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 kreiert, wobei man aber auch hier sagen muss, dass der Regisseur Joe Johnston sich selbst hier zu diesem Zeitpunkt bereits kleine Freiheiten gegenüber der damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse genommen hatte. Im Jahr 2014 brannte das Thema Spinosaurus dann mit einer kontroversen Studie wieder auf. Diese Studie von Nizar Ibrahim, basierend auf neu entdeckten Fossilien und einer Rekonstruktion des Skeletts, schlug vor, dass der Spinosaurus überwiegend ein Wasserbewohner gewesen ist. Es wurde argumentiert, dass dieser Dinosaurier möglicherweise sogar vierbeinig gewesen sein könnte, was als Besonderheit unter den Theropoden hervorgestochen wäre. Die Studie hob ebenso hervor, dass der Spinosaurus verlängerte, flache Füße hätte haben können, die möglicherweise als Paddeln dienten, sowie dichte Knochen, die ihm geholfen haben, im Wasser oder eben unter Wasser zu bleiben. Diese Interpretation ist bis heute sehr umstritten, da einige Paläontologen argumentierten, dass die Beweislage für einen überwiegend aquatischen Lebensstil einfach nicht ausreichend sei. Kritiker wiesen darauf hin, dass viele Rekonstruktionen auf fragmentarische Funde basieren. Die genaue Fortbewegungsweise des Spinosaurus sei bis heute komplett unklar. In den letzten Jahren wurden dann weitere Fossilienfunde gemacht, darunter auch Teile des Schwanzes, die darauf hinweisen, dass der Schwanz des Spinosaurus möglicherweise eine große, paddelartige Struktur hatte, die ihm, wer hätte es gedacht, als Antrieb im Wasser hätte dienen können. Dieser Fund unterstützte die Theorie von Ibrahim dann noch einmal maßgeblich. Dennoch stellen einige Forscher bis heute sogar in Frage, wie das Segel des Spinosaurus tatsächlich ausgesehen haben könnte und wie es funktionierte. Im Jahr 2020 gab es dann neue Untersuchungen, die zeigten, dass sich der Schwanz des Spinosaurus tatsächlich seitlich bewegte und wahrscheinlich wie ein Paddel genutzt wurde. Genau das verstärkte dann ebenfalls nochmal die Theorie von Ibrahim, der das Tier eher als Wasserbewohner mit einem semi-aquatischen Lebensstil interpretierte. Trotz dieser ganzen Fortschritte gibt es bis heute eine herge Debatte über die genaue Natur und Lebensweise des Spinosaurus. Einige Forscher sind skeptisch gegenüber der Idee eines starken, wasserbasierten Lebens. Und genau diese Entwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses vom Spinosaurus zeigt, wie dynamisch Dinosaurierforschung bis heute ist. Und wie sehr sich unser Grundverständnis von diesen Tieren mit der Zeit, mit der Weiterentwicklung unserer Technologie oder eben auch weiterer Funde wieder verändern kann. Spinosaurus, ursprünglich als typischer Theropoder Fleischfresser angesehen, wird heute als einzigartig unter den Dinosaurierbetrachtern mit möglichen Anpassungen an ein Leben im Wasser, was ihn zu einem der faszinierendsten und umstrittensten Dinosaurier überhaupt macht. Es bleibt also weiterhin spannend, wenn wir die Entwicklung unserer Technologie und eben dem Gedankengang hinter dem Spinosaurier weiter betrachten. Was wir allerdings sagen können, ist, dass der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 definitiv äußerst inakkurat ist, wie Joe Johnston, der Regisseur des Films, bereits selber bestätigte. Wie ein nach heutigen wissenschaftlichen Ständen sehr akkurater Kampf zwischen Tyrannosaurus Rex und Spinosaurus aussehen würde, das erfährst du hier in diesem Video, da habe ich das Ganze mal für euch nachrecherchiert. Wir haben uns über die Beißkraft, über die Agilität und mehr unterhalten. Schau da auf jeden Fall mal rein und schreib mir jetzt deine Gedanken zum Spinosaurus und die große Kontroverse in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.